Herzlich willkommen zu einer ersten Lesung im neuen Jahr mit Geschichten aus Der Kaufmann und der Papagei. Zunächst möchten wir vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für positive und transkulturelle Psychotherapie euch allen da draußen ein frohes und glückliches neues Jahr wünschen. Ein Jahr mit vielen spannenden Abenteuern und Herausforderungen und der Fähigkeit, immer das Positum zu sehen, also das, was tatsächlich vorhanden ist, und den Blick dann auf das zu richten, was weiterführt, was nach vorne geht, was Ressourcen freisetzt. Und dass euch das gelingen möge, das wünschen wir euch von ganzem Herzen. In diesem Jahr, ich habe es gestern schon gesagt, wird der Kaufmann und der Papagei 40 Jahre alt. Und ich habe beschlossen, einige Geschichten vorzulesen, die Nosrat Pezeshkian, mein lieber Lehrer, hier in diesem Buch versammelt hat. Und ich lasse die Geschichten zunächst einmal unkommentiert stehen, lese sie einfach vor. Und dann könnt ihr unten in den Kommentaren eure eigenen Gedanken, Erfahrungen oder was es in euch auslöst, gerne dazu schreiben. Und auch das, was mir dabei in die Gedanken kommt, ich werde mich zurückhalten und werde es dann auch gegebenenfalls in die Kommentare schreiben. Die erste Geschichte, die ich heute vorlesen möchte aus Der Kaufmann und der Papagei, habe ich per Zufallsgenerator ausgesucht. Und es ist eine Geschichte, die, wie ich finde, wunderbar an den Anfang eines neuen Jahres passt, nämlich die Geschichte, die Schwierigkeit, es allen recht zu machen. Ein Vater zog mit seinem Sohn und einem Esel in der Mittagsglut durch die staubigen Gassen von Keshan. Der Vater saß auf dem Esel, den der Junge führte. »Der arme Junge«, sagte da ein Vorübergehender, »seine kurzen Beinchen versuchen, mit dem Tempo des Esels Schritt zu halten. Wie kann man so faul auf dem Esel herumsitzen, wenn man sieht, dass das kleine Kind sich müde läuft?« Der Vater nahm sich das zu Herzen, stieg hinter der nächsten Ecke ab und ließ den Jungen aufsitzen. Gar nicht lange dauerte es, da erhob sich schon wieder ein Vorübergehender mit seiner Stimme. »So eine Unverschämtheit! Sitzt doch der kleine Bengel wie ein Sultan auf dem Esel, während sein armer alter Vater nebenher läuft!« Dies schmerzte den Jungen und er bat den Vater, sich hinter ihn auf den Esel zu setzen. »Hat man so etwas schon gesehen?« keifte eine schleierverhangene Frau. »Solche Tierquälerei! Dem armen Esel hängt der Rücken durch und der Alte und der Junge Nichtsnutz ruhen sich auf ihm aus, als wäre er ein Divan, die arme Kreatur.« Die Gescholtenen schauten sich an und stiegen beide, ohne ein Wort zu sagen, vom Esel herunter. Kaum waren sie wenige Schritte neben dem Tier hergegangen, machte sich ein Fremder über sie lustig. »Ha, so dumm möchte ich nicht sein. Wozu führt ihr denn den Esel spazieren, wenn er nichts leistet, euch keinen Nutzen bringt und noch nicht einmal einen von euch trägt?« Der Vater schob dem Esel eine Handvoll Stroh ins Maul und legte seine Hand auf die Schulter seines Sohnes. »Gleichgültig, was wir machen«, sagte er, »es findet sich doch jemand, der damit nicht einverstanden ist. Ich glaube, wir müssen selbst wissen, was wir für richtig halten.« Und damit wünsche ich und wünscht der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für positive und transkulturelle Psychotherapie, der DGPP, euch allen ein wundervolles neues Jahr. Möge euch diese Geschichte und viele anderen Geschichten ein Wegweiser durch den Alltagsdschungel sein. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.